Bam. Herzlich willkommen zu einem neuen Türchen von Mickys Adventskalender 2020. Jeden Tag eine Frage und ein Engel. Und die Frage, die ich dir heute mitgeben will, wenn du einmal einen Moment lang, irgendwann im Verlauf des Tages, wenn du mal einen Moment lang auf dein Inneres hörst, welchen wichtigen Rat würdest du dir selber heute geben? Wenn du einmal auf dein Inneres hörst, mal zur Ruhe kommst, welchen wichtigen Rat würdest du dir selber heute geben? Und dazu betrachte ich mit dir einen hilfreichen Engel aus dem Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele, der dir dabei zur Seite stehen kann. Und das ist der Engel der Ruhe. Wie könnte es anders sein? Ich wünsche dir, dass der Engel der Ruhe immer bei dir ist, dass er dich ausruhen lässt, wenn du wieder einmal in Hektik geraten bist. Aber du musst selbst Rast einlegen auf den vielen Wegstrecken deines Alltags, damit der Engel dich in die innere Ruhe führen kann. Wenn du dich so in die Hetze treibst, dass du den Engel der Ruhe neben dir übersiehst, dann hat er auch keine Chance. Deine Seele wird zur Ruhe kommen, wenn du mit dir selbst gut umgehst, wenn du aufhörst, dich selbst zu verurteilen, wenn du mit einem gütigen und milden Auge auf dich und deine aufgewühlte Seele schaust. Und du brauchst den Mut, hinabzusteigen in die dunklen Abgründe deiner Seele. Wenn du auch dort das Licht von Gottes Liebe findest, dann hast du es nicht mehr nötig, vor dir selbst davonzulaufen. Dann kannst du bei dir bleiben und die Ruhe genießen. Der Engel der Ruhe wird dir dann bestätigen, lass dich los. Du darfst so sein, wie du bist. Ruh dich erst einmal aus. Dann kannst du wieder ein Stück des Wegs gehen, den du dir vorgenommen hast. Aber jetzt genieße die Ruhe. In ihr kommst du mit dir in Einklang. Und wenn du mit ihr im Einklang bist, dann bringt dich nichts mehr aus der Ruhe. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dir das heute gelingen möge und freue mich darauf, dich morgen früh wiederzusehen bei einem neuen Türchen aus Mickys Adventskalender 2020.